In Zusammenarbeit mit dem renommierten Anime-Studio Ghibli, das für Meisterwerke wie Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro oder Chihiros Reise ins Zauberland verantwortlich zeichnet, veröffentlicht Level 5 mit Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin, ein JRPG, wie es schöner kaum sein könnte. Kommt mit uns in eine märchenhafte Welt voller fabelhafter Wesen und bezaubernder Geschichten. Kommt mit uns in die Ni no Kuni. Die Geschichte, die mit einer prallen Fülle an Ideen aufwartet, handelt vom 13-jährigen Oliver, der mit seiner Mutter in einem kleinen Städtchen namens Motorville lebt. Bis zu jenem Tag, an dem Ollis Mama aus dem Leben des Bubs gerissen wird. Von einem ulkigen Fabelwesen namens Tröpfchen, dem Großfürst der Feen, erfährt Oliver von der sagenhaften Ni no Kuni. Die Heimat des Nasenmannes wird von einem finsteren Djinn bedroht, der den Bewohnern die Herzen bricht. Oliver ist der Auserwählte, der Reinherzige, der nicht nur die Parallelwelt Ni no Kuni retten, sondern sogar seine geliebte Mutter zurück ins Leben holen kann. Wie er das anstellen möchte, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Aber jetzt geht's los, denn hinter dem Ladebildschirm wartet eine fantastische Welt auf uns. Der Schlüssel zur Reise durch die Dimensionen ist der magische Begleiter, ein dicker Zauberwälzer. Im Laufe des auf mindestens 50 Stunden angelegten Abenteuers findet und erhaltet ihr immer wieder neue Formeln, durch die ihr Kampf- und Umgebungszauber wirken könnt. Außerdem dient der magische Schinken als Enzyklopädie, der ihr sämtliche Infos zur Anderswelt und seinen Bewohnern, Angaben zu Waffen, Gegenständen, Geschichten und Alchemierezepte findet. Die vor Detailreichtum schier überquellende Ni no Kuni bereist ihr klassisch auf einer frei begehbaren Oberweltkarte. Die schönste, die dieses Genre je hervorgebracht hat. Anfangs seid ihr ausschließlich per Pedes unterwegs, im späteren Spielverlauf stecht ihr dann auch mit einem Schiff in See und braust auf dem schuppigen Rücken eines Drachen über die Weltkarte. In der Bilderbuchwelt tummeln sich natürlich auch zahlreiche Monster. Die Wesen sehen zwar nicht sonderlich bedrohlich aus, sollten jedoch keinesfalls unterschätzt werden. Im zweiten Drittel des Spiels zieht der Schwierigkeitsgrad nämlich ganz schön an. In den Echtzeitkämpfen wechselt ihr nach Belieben zwischen Oliver und seinen Schicksalsgefährten Esther und Sven hin und her und wählt aus einem Menü unterschiedliche Aktionen wie Angriff, Zauber oder Proviant. Zudem habt ihr die Möglichkeit, Offensivaktionen abzubrechen, um mit dem Befehl Verteidigen flux in die Defensive zu wechseln. Etwa wenn ein Gegner zu einer starken Attacke ausholt. Aber Vorsicht, ähnlich wie bei Xenoblade Chronicles haben alle Aktionen eine Cooldown-Phase. Sprich, um eine bestimmte Aktion wie beispielsweise einen Angriff zweimal hintereinander auszuführen, bedarf es einer kleinen Pause. In den Auseinandersetzungen erhält der kleine Zauberlehrling Unterstützung von den Vertrauten, Pokémon-ähnliche Wesen, die dem Herzen des Besitzers entspringen und deshalb auch die Lebens- und Magiepunkte mit euch teilen. Die knuddeligen Viecher beherrschen individuelle Spezialattacken, die sogenannten Tricks. Dabei handelt es sich um magische Manöver, die eine offensive, defensive oder unterstützende Wirkung haben. Dafür geht den Vertrauten nach einer Weile die Puste aus. In bester Tag-Team-Manier befördert ihr die Wesen daher rechtzeitig auf die Ersatzbank, während Oliver, Sven oder Esther ihren Platz auf dem Kampfareal einnehmen. Mit der Fähigkeit Bezirzen ist es übrigens im späteren Spielverlauf möglich, ähnlich wie bei Final Fantasy XIII 2, Monster zu zähmen und für die eigene Mannschaft zu rekrutieren. Im sogenannten Schlupflochsystem, auf das ihr von verschiedenen Orten aus zugreift, bewahrt ihr gefangene Monster auf und wechselt immer nach Wunsch euren aktiven Kampfkader. Für gewonnene Schlachten gibt's für Mensch und Monster Erfahrungspunkte, die euch im Level aufsteigen und die Vertrauten neue Tricks lernen lassen. Zudem steigert ihr im Kreaturkäfig die Statuswerte eurer süßen Begleiter, indem ihr sie mit Leckereien füttert. Ähnlich wie bei Pokémon hat jeder Vertraute 3 Evolutionsstufen. Wenn genügend Erfahrung gesammelt wurde, entwickeln sich die Monster mit Hilfe ganz spezieller Snacks eine Stufe weiter. Neben Kämpfen und Monsterzucht steht in der Anderswelt aber noch mehr auf dem Programm. So führt euch die Reise immer wieder in neue Städte, Dungeons und Gebiete wie feurige Vulkane, gruselige Friedhöfe, skurrile Dörfer, protzige Metropolen und zauberhafte Wälder. In diesen handlungsrelevanten Gebieten gibt's jede Menge zu tun. Im Tempel der Prüfungen erwarten euch beispielsweise zahlreiche Knobel- und Geschicklichkeitseinlagen. Hin und wieder wirkt ihr auch spezielle Umgebungszauber, die euch das Weiterkommen in den Arealen ermöglichen. Dank des magischen Begleiters repariert ihr aber nicht nur poröse Brücken, ihr verwandelt sogar Milch in Käse und schafft euch zahlreiche weitere magische Fähigkeiten drauf, um die Story voranzutreiben.
Wer aus dem linearen Spielverlauf ausbrechen möchte, geht in den malerischen Städten auf Shoppingtour oder besucht eine Zweigstelle des Auftrag Express. Ähnlich wie in Resonance of Fate hängen hier zahlreiche Aufträge für Nebenmissionen am schwarzen Brett, die ihr optional abarbeitet. Mal erweist ihr einem Dorfbewohner einen Gefallen, mal geht's zur Monsterjagd. Angehende Alchemisten stellen im Menüpunkt Kessel die unterschiedlichsten Dinge her, nach Formeln oder einfach experimentieren. Okay, das müssen wir nochmal üben. Das zentrale Thema Emotionen zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Abenteuer. Ein Beispiel. Dem lila Kollegen hier geht's nicht sonderlich gut. Der Grund? Seinen Seelenverwandten in Olivers Heimat plagt etwas. Die Bewohner der Welten sind nämlich miteinander verbunden. Leidet ein Ni No Kuni-Bewohner, stimmt mit seinem entsprechenden Pendant in Motorville etwas nicht. In diesem Fall mangelt es einem Jungen an Zuversicht. Also borgen wir uns etwas von der emotionalen Substanz vom König der Luftpiraten, reisen zurück in die echte Welt und übergeben die Portion Zuversicht an den Patienten. Ein erneuter Sprung durch die Dimensionen und schwupp geht unserem geflügelten Freund wieder gut. Der Sprung durch die Welten und das Heilen gebrochener Herzen sind feste Bestandteile des Rollenspiels. Optisch ist Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin, einfach ein Genuss, eine Augenweide für Anime-Fans. Die von Hand gezeichneten Figuren alleine sind schon entzückend. Die Welt mit ihrer bunten Vielfalt, ihren pompösen Konstruktionen und einer Detailverliebtheit, wie wir sie selten gesehen haben, strotzt nur so vor malerischen Metaphern. Sämtliche Animationen wirken natürlich und laufen jederzeit flüssig über den Bildschirm. Die Zwischensequenzen in Ingame-Grafik, die von den authentischen japanischen oder englischen Sprechern leider nur stellenweise synchronisiert wurden, fügen sich ohne stilistische Brüche genauso nahtlos in das Spielgeschehen ein, wie die Filmschnipsel, die sich beinahe auf dem Niveau aktueller Studio Ghibli-Filme bewegen. Die geniale und abwechslungsreiche musikalische Untermalung wurde vom Tokyo Philharmonie Orchester eingespielt und trägt mit ihren mal sanften Melodien, mal bombastischen Musikstücken einen weiteren großen Teil zur Atmosphäre bei. Wir wollen es kurz machen. Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin, ist genau das, was wir uns erhofft hatten. Ein Japan-Rollenspiel, das nahezu jedem Wunsch eines Genre-Liebhabers nachkommt. Eine sensationelle Optik, klassische JRPG-Elemente, liebevolle Figuren und eine märchenhafte Handlung. Eine Parabel übers Erwachsenwerden. Die Geschichte eines normalen Kindes, die jedoch nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.